stehen geblieben. Wollt ihr diesen Fahrstuhl dort nehmen? Sieht gut aus. Da passiert was. Speicherpunkt. Schon mal gut. Hier kommt wirklich kein Licht rein. Nehmen wir halt die Rampe hier. Rampensau hier. Zwischendurch erholen lassen. Na, keine Ahnung, hier könnte natürlich noch alles Mögliche versteckt sein. Aber das soll hier kein 100% Run werden. Wenn es aus Versehen klappt, ist natürlich gut. Aber hauptsächlich wollte ich einmal durchs Spiel durchgelaufen sein. Mir das mal angucken. Das sah echt interessant aus. Und bis jetzt ist es das eigentlich auch im Großen und Ganzen. Für kleines Geld. Ein nettes Spiel für zwischendurch. Viele witzige Ideen drinne. Ich gehe noch einmal in diesen Gang hier rein. Na, komme ich da hoch? Los, rein da! Rein da! Nein, vielleicht bleibe ich wieder stecken, ich sehe das schon. Vielleicht hätte es doch noch geklappt, aber ich glaube nicht. Autsch. Das kommt davon, wenn man nicht hinguckt, wo man hinläuft. Was gibt's denn hier unten noch? Da kommt man ja sonst eigentlich auch nicht so leicht hin. Naja, ich erhole schon meine Augen. Meine Cyberimplantate. Nein, 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 nein. Schon wieder. So. Dr. Thomas Jameson, Chuddenheim Operations Supervisor, Day 3. We've been working around the clock the last 3 days to set up a lift to reach the bottom of the pit with the proper equipment. Dr. Anderson claimed that this giant hole in the ground is the Well of Wisdom from the myth. The remnants of the prior guardian seems to confirm that suspicion. We're setting up the elevator to get further into the pit, but... I have got a bad feeling about this. I think I saw something move down there. Something big. Okay, irgendwas Großes ist hier da unten drinne. Ja, ich meine, klar.
Wo ich dachte, wir sind in dem Wurm. Hat uns der Wurm nur in so eine Höhle gezogen? Weil langsam sieht es auch nicht mehr so aus, als wäre man im Inneren von einem Wurm. Es ist alles sehr steinig hier. Ich bin jetzt auch kein Fachmann für das Innenleben von riesigen Würmern, aber ich glaube nicht, dass die irgendwie steinig sind. Jawohl, Nummer 6. Für mich wirkt das Ganze vor allem wie so eine Art Brutnest für diese Würmer. Ja, da ich auch kein Xenobiologe bin, kann ich das natürlich auch nicht so beurteilen. Allerdings geben mir diese kleinen Babywürmer hier recht. Er ist ja nicht so schlau, glaube ich, durch das Nest von diesen Würmern zu stapfen, aber was soll ich machen? Ich muss hier lang, Leute. Ich höre hier nichts zu. Ja, Mann, ich suche mir aber auch immer die dunkelsten Orte, die es überhaupt in Games gibt. Also ich suche mir die dunkelsten Games aus mit den dunkelsten Orten. Sichtweite 1 Meter Radius. Ich nehme, glaube ich, das Loch hier. Das kommt ganz gut. Oh, 2 noch. Wenn ich das richtig sehe, gibt es noch 2 Upgrades für den Arm und 2 Schlüssel. 12 Batterien. Es gibt eine Quest, es gibt ein Achievement, wenn man 30 davon sammelt. Jetzt brauchte ich die aber eigentlich eher. Ja, was heißt brauchte? Ich habe sie benutzt, weil ich ein bisschen rumgedödelt habe und so. Kann sich natürlich auch schenken. Aber ich wollte auch mal ein bisschen rumprobieren, damit ein paar Gegner töten und so. Schloss knacken muss man auch erstmal hinkriegen. Muss man allerdings auch in vielen Fällen gar nicht machen. Kann auch später wieder hin mit den Schlüsseln, die man findet. Dann hat man die Berechtigung, die Tür auch einfach so zu öffnen. Oh, da hat man den geilen Scheiß, der da drin ist, auch eben halt ein bisschen später. Oh, der war schon ein bisschen dicker, der Wurm. Ich versuche jetzt erstmal hier mich an diesen Würmern vorher vorbei zu manövrieren. Keine Ahnung, ob ich die unbedingt bekämpfen muss. Das ist hier auch kein Shooter-Game, ne? Also man hat zwar die Möglichkeit, sich zu verteidigen, was ja schon mal sehr nice ist, aber das auch nur sehr beschränkt. Die Energie in dem Arm reicht, wenn er vollgeladen ist, so für 2 Gegner meistens, 1 bis 2 Gegner. Da muss man auf die Energiezellen zurückgreifen, die man in der Tasche hat. Das sind jetzt in meinem Fall 12, das sind nochmal so 2, 3 Gegner. Deswegen eher für einen Notfall. Wenn es nicht die Möglichkeit zur Flucht gibt oder zum Sneaken, dann kann man kämpfen. So sehe ich das hier. Sowas hätte mich auch schon bei Outlast gefreut. Auf jeden Fall. Wobei bei 2. Ups. Bei 2 haben sie es ja ein bisschen mit reingenommen, dass man die Leute auch teilweise einfach mal wegtreten kann in so einem Gerangel. Das fand ich schon sehr sympathisch. Na nun? Oder nicht hoch?
kann halt so. Zack. Allerdings werde ich von hier oben aus nie erfahren, was da unten so alles ist. Ich glaube, ich gehe nochmal runter. Gehen so halbwegs gründlich umgucken hier. So gut, dass in der Dunkelheit hier überhaupt möglich ist. Aber dafür, dass das Game nur ein paar Euro gekostet hat, ist das schon echt ganz cool. Ist ja auch schon ein paar Jahre älter. Ich hätte das gerne gespielt. Wow. Ich hätte das gerne gespielt, als es rausgekommen ist. Aber eigentlich scheinen diese Würmer echt friedlich zu sein. Okay, sagt er und kriegt eins in die Fresse. Weil der andere hat ja gar nichts gemacht. Oh, da ist noch so ein Wurm. Ja, ich renne jetzt hier einfach mal einmal im Kreis, gucke mir ein bisschen die Gegend an, ob hier noch irgend so ein Collectible liegt. Diese Würmer scheinen doch echt lahmarschig zu sein. Das ist aber wirklich auch nur so ein kleiner Rundweg hier. Jetzt kann ich oben durch. Durch die Mitte, ohne Würmer. Ja, hier ist sowieso Hagen. Aber die Sicht deckt ja, hilft mir nicht nur im Dunkeln zu sehen, sondern macht auch Collectibles sichtbar und sowas. Deswegen kann ich dir dann auch schon auf einige Meter Entfernung leuchten sehen und so. Auch im Dunkeln. Ey, dass die Charakterin hier schon Damage kriegt, wenn sie nur mal kurz hier so rüber hüpft. Die hält echt gar nichts aus. Und das ist voll die aufgepimpte Cyborg-Frau. Ja, sobald man die Sicht anschaltet, fängt das Ding sogar noch an zu piepen. Okay, ich hätte auch einfach unten durchlaufen können. Aber das ist natürlich alles voller Würmer. Ich bin da unten rumgerannt. Ist da noch ein Seitengang? Nee. Ich will hier auch gar nicht zu groß ausschweifend rumrennen in dieser Höhle, weil ich immer Angst habe, den Weg nicht wieder zurückzufinden. Ist hier echt schwierig. Man sieht das ja schon. Irgendwie sieht auch alles letztendlich gleich aus. Kurz meine Sicht wieder aufladen. So. Ja, glitsch mal beiseite, du Schnecke. Du. Dann ein bisschen wie Nacktschnecken sehen die schon aus. Aber die wollen hier eigentlich auch nichts Böses. Ich meine, ich komme hier einfach in deren Nest rein. Obwohl letztendlich hat mich der Mutterwurm ja hier reingezogen. Vielleicht ja auch, um die Brut zu nähren. Ich kann schwören, ich bin gerade eben schon mal genau diesen Abschnitt lang gegangen. Das sieht echt alles so gleich aus. Ich bin schon froh, wenn ich hier akkurat durchfinde. Man hat natürlich keine Map. Man muss sich alles merken. Aber ich glaube, manche Spiele werden vielleicht dann auch zu einfach mit Map oder so, keine Ahnung. Ich meine, bei Outlast haben sie sich auch derbe dagegen geweigert, Maps einzubauen. Bei 1 ging es ja eigentlich noch, so groß war das Gebiet da nicht. Aber 2 mit den ganzen Hütten und Häusern und den Dörfern und sowas alles. Okay, vielleicht doch eher so eine Art Igel und nicht so direkt Nacktschnecken. Ah, wenn die, solange die da nur so dumm rumhängen, kann die mir ja auch egal sein. Ja, da sind wieder die Eier.
Ciao. Bisher eigentlich sind die ganz friedlich. Da war bis jetzt nur ein so ein Aggro-Wurm zwischen, der mich echt da gejagt hat. Die anderen sind einfach weggelaufen oder sind irgendwo stehen geblieben und haben sich gar nicht um mich gekümmert. So, jetzt kommen wir hier. Ne, es gibt ja eigentlich nur diesen einen Weg. Nice. Ja, der Abschnitt hier ist tatsächlich bisher jetzt wenig actionreich. Auch, dass ich hier gleich raus bin. Ein bisschen mehr los ist. Was mir in dem Spiel auch so gut gefällt, ist teilweise diese Verknüpfung dieser nordischen Mythologie und sowas eben halt. Es gibt hier Odin, es gibt hier diese ganzen Götter und sowas und den Hammer von Thor und so. Steht in so einem Labor rum, ist irgendwie 3 Meter groß. Oh. Ciao, bis dann. Dem bin ich jetzt sogar direkt in die Arme gelaufen, der hat mir nichts getan. Echt nice, friedliche Würmer hier. Okay, da geht's schon mal anscheinend weiter. Aber ich bin der Meinung, ich habe da vorne noch eine Abzweigung gesehen. Da werde ich jetzt auf jeden Fall noch einmal kurz zurückrennen. Das ist ja nicht so weit. Vielleicht liegt da ja doch noch ein Collectible. Oder ein paar von diesen Energiezellen, die sind echt viel wert. Renne ich gerne auch noch mal ein paar Meter hier mit den Würmern. Okay. Gerade sind ein bisschen weiter. Naja, egal, ich gehe jetzt einfach hier lang. Das ist, glaube ich, gehüpft. Gesprungen. Au! Ich habe ja selber keine Ahnung. Den Schlüssel brauche ich auf jeden Fall. Der ist wichtig. Der bringt mich weiter im Game. Das Auge brauche ich bestimmt auch. Falls meins mal ausfällt oder so. Das ist mal ein dicker Wurm. Ich glaube, das ist der Eumel, der mich hier runtergezogen hat. Wow. Da war ich zu sehr mit dem dicken Betrachten des dicken Wurms beschäftigt. Ach ja, stimmt ja, das ist ja hier. Ich bin ja jetzt in der Geisterwelt und kann versuchen zu überleben, indem ich mich hier. Ich muss diese Energiekugeln auf die Energiefelder legen. Sind verdammt schwer, dann kann ich nicht mehr laufen und ich werde gejagt von so einem Viech. Das ist so gesehen mein Gegenplayer. Da kommt es. Irgendwo ist es. Schnell, 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 schnell. Dann muss ich nicht vom letzten Savepoint neu starten. Das ist eigentlich auch eine leise Mechanik. Man kennt es aus Spielen wie Soul Reaver und so. Und jetzt fange ich genau dort wieder an, wo ich gestorben bin. Anstatt vom letzten Save Point. Alles klar. Hier ist ein dicker Ausgang. Den nehme ich. Achso, habe ich die Sachen? Wo sind denn die ganzen Würmer? Ja, die Sachen habe ich. Ja, nice. Die Würmer sind alle weg. Win-win-Situation hier. Ey, ey, ey! Seid ihr jetzt alle so aggro? Eure Kollegen vorhin waren voll entspannt, ey. Deswegen hockt ihr hier auch alleine. Sind die ausgestoßen in der Gesellschaft, weil die immer alle mobben. Ciao, ihr Loser. Ich gehe natürlich wieder mit dem flauen Gefühl, da irgendwas verpasst zu haben. Jawohl. Auch davon gibt es nur noch 8. Und es gibt
noch 2,5 Kapitel. Ich bin in Kapitel 3 auf jeden Fall von 6. Und damit müsste ich jetzt auch bald durch sein. Vielleicht kriege ich sie ja doch auf blöd alle zusammen. Ich finde, das haben sie schon eigentlich ganz cool gemacht. Klar, ist grafisch jetzt nicht mehr so aktuell. Aber mit diesen riesen Bäumen und diesen riesen Pflanzen, man fühlt sich ein bisschen wie bei Alice im Wunderland irgendwie. Dicke Pilze, vielleicht nur noch die Raupe da oben drauf, die einen die ein bisschen an der Pfeife zieht. Achso, ich dachte, ich hätte dieses Piepen gehört, dass hier eine Energiezelle liegt. Aber war nicht so. Das Nydus-Netzwerk. Ich komme vor wie so ein Zergling. Gabbing, gabbing. Schlüssel haben wir auch. Are you there? Can you hear me? Sarah? Emma? What's going on? Oh, you're back. I've lost connection with Henrik. I think the spirit is taking control of the base again. Please, insert the key into the Absalom tablet and finish this. Ja, ich bin noch dabei. Ich muss auch noch den letzten Schlüssel holen. Es sind aber auch ein paar Hektiker hier. Wer ist denn, die mir mal helfen, anstatt mich immer nur zu hetzen? So, hier komme ich jetzt hier eigentlich dann noch durch eine neue Tür durch. Hier gibt es mehrere Sicherheitsstufen, aber ich glaube, ich brauche mindestens Stufe 7, um hier weiterzukommen. Da war ich schon. Kann die natürlich alle auch mit Energiezellen aufknacken, aber ich will die echt sammeln für das Achievement. Ja, da oben rennt noch so ein Gegner rum. Ich auch einfach zu geizig bin, ihn zu töten. Das war auch eine 5er. Oh, dann geht's oben weiter. Moment mal, der hat sogar eine Identifikationsnummer an der Hand. Der hat einen Key. Habe ich hier irgendwo eine Aufladestation? Leider habe ich hier nirgendwo eine Aufladestation. Wie viel Energiezellen habe ich denn? Ja, okay, ich mache den Typen jetzt platt. So. So, wo ist er denn? Wahrscheinlich wieder hierher zurückgerannt. Ja, da hinten dreht er schon wieder seine Runde. Die sind aber auch flink, die Leute. Da ist er schon wieder da hinten und dreht seine Runde. Vielleicht hat er
Statisten dabei. Aber jetzt ist er weg. Naja, so kriege ich den Schlüssel natürlich auch nicht. Oh Mann, wie bitte? Ach, ich habe ja 6 gekriegt, stimmt. Nicht 7. Schwer professionell auf Tour hier. Vielleicht kann man sich an den Rand schleichen und das dann einscannen. Aus dem CD-Modus heraus. Ey, 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 ey! Was soll denn da schon wieder? Ja, ich will hier auch nicht die ganze Zeit rumlungern. Meine Fresse! Wir beide nicht glücklich für. Boah, ich fühle mich so verfolgt, ne? Halt die Fresse! Hör mal auf, mich voll zu labern! Ich bin nur kurz zu Besuche! Nein, was macht er denn da? Warum nimmt sie das nicht einfach auf? Schnapp dir die scheiß Kugel! Jetzt gib ihm! Ah! Ich glaube, ich höre ihn hinter mir. Ciao, du Loser! Touch this world without the help of disgusting machines. Oh man, das ist doch mit in das Portal gekommen. Ja, bitte gönn dir. Schuld ist mir was. Using her voice, easily manipulate a fool. 9 keys to lock the gate. No. 9 keys to remove the gate, returning the universe to the state before the gods closed it to everyone but them. Oh Mann! Handed me the ich hab dir geholfen! The last key to my liberation. Ach gut, guck mal, das ist mein Kollege wieder. Oh Mann! Was bist du denn für ein Arschloch? You have outstayed your welcome. You have played all your cards. All of it a complete and utter failure. Das sieht schon ganz cool aus mit seiner leuchtenden Maske da. Da haben wir gut hingekriegt. Jetzt haben wir das Viech hier freigelassen. Dieser schwer professionell hier unterwegs ist. Aber nice Tattoos. Apropos Tattoos, ich habe meinen Arm zurück. Was geht hier bei dir? Kann alles nicht so schlimm sein hier. Was soll denn die Depri-Nummer? Sieht doch ganz nett aus hier. Das ist hier das Tor zum Valhalla. Vielleicht direkter Schwenk zu Assassin's Creed.
schon ein paar schöne Sachen hier in dem Game, auf jeden Fall. Los. Ich will zuerst rein. Meine Sicht habe ich jetzt nicht mehr. Escape the Realm of the Dead. Speicherpunkte auch schon sehr stylisch und so. Ich sag, das Spiel hat ein paar echt nette Dinger drin. Ich fühle mich hier wie in dem Meme von Moria. Vielleicht kommt hier der Balrog. Oder Gandalf steht da hinten. Du kommst nicht vorbei. Running Simulator. Der kriegt sie wieder Damage, ich dreh durch, ja. Der stirbt sie bestimmt direkt. Iha, Knack. Das genau. Das war jetzt 3 cm niedriger, deswegen hat sie kein Damage gekriegt. Sind sehr präzise, was den Fallschaden angeht. Alles klar. Nehmen wir einfach die Treppe da. Kann ich mir gewohnt, wie ein normaler Mensch die Treppen hochzugehen hier. Sind in meiner Welt schon gar nicht mehr existent. Sieht ja nicht so gut aus. Ciao. Oh, ein Glück muss ich nicht kämpfen. Ich kann anscheinend nicht mal mehr boxen. Okay, konnte ich vorher auch nicht, aber ich hatte meinen Arm. Ah, links oder rechts, ey. Gewinnt's mir echt noch an, einfach eine Münze zu schmeißen. Wahrscheinlich ist das einfach der andere Gang, wo ich hätte entscheiden können. Der ist jetzt wieder aggro. Man weiß nie, was hier los ist, ey. Die ganze Zeit sind da hier chillige Leute unterwegs. Und einer dreht dann durch. Ja, ich bin schneller als die. Müssen ihre Achtbeine erstmal kontrolliert kriegen. Der los? Warum leuchtet die denn so nieder? So, die verzerrt gerade irgendwie so ein Geist oder so. Was? Schmerz mal nicht so laut. Hört sich auch an, als wenn sich da so Trippelschritte von hinten nähern würden. Tun sie auch, alles klar.
So. Endlich mal wieder ein bisschen was fürs Auge hier. Kein Höhenforscher-Simulator hier. Knack. Wie gesagt, man kann es irgendwie null abschätzen. Es geht ja echt um Zentimeter, wo sie Damage kriegt und wo nicht. Ey, weg davon, mein Speicherpunkt. Ich brauch's nicht mehr speichern. Ich komm jede Speicherung zu spät. Einmal tief einatmen, weg. So, was haben wir denn jetzt hier alles? Wahrscheinlich brauchen wir hier eine Brücke. Irgendwas managen. Doing, doing, doing. Nicht nur der Cave. Walking Cave Simulator ist ja auch noch hier der Bergziegen Simulator. Achso, bin raus. War nicht so schwer. Wieso hat mein Auge nicht zurück? Und mein Arm? Das ist meine Cyberware. Ja, nice, ey. Hoffentlich wird es hier nicht wieder so dunkel überall. Sieht ja auch nicht so gesund aus. Ja, hat sich was mit irgendwas hier. Ja. Geh nicht mehr. Ich will meinen Arm zurück. Young hier oder wie der da heißt. Hat er sogar einen Namen, das Teil. Es geht. Ist doch scheiße hier. Aber ich krieg das bestimmt gleich zurück. Kann ich mich hier auch vielleicht nochmal ein bisschen genauer umgucken. Dann sehe ich auch, wo ich hinlaufe und so. Solange werde ich einfach ausnutzen, dass diese Viecher so saublöd sind. Ich ja nicht einfach langstratzen kann, wie es mir gefällt. Ne, das Spiel lebt nicht von Gefechten oder schlauer KI. Sehr storylastig. Ja, ich brauche gar nicht gucken. Ich kann da eh keine Türen öffnen, weil es ist nicht verschlossen. Nicht so spannend. Oh, dass sie sich dabei kein Bein gebrochen hat. Ich bin sehr stolz. Vielleicht war die Cyberware so schwer. Es hat auch keinen Sinn, da nochmal hinzugehen. So. Ey. Genau, bis 2,30 großer. Meine Energiezellen sind weg. Ich soll noch 30 sammeln, um das Achievement zu schaffen. Okay, aber ich hatte ja die schon ein Packen davon verbraten, um das eine Viecher auf sinnlos wegzufragen. Activate. Ja, das mache ich natürlich gleich. Erstmal einmal kurz umgucken hier nochmal. Aber was hat sie denn da eben eingesammelt? War es nicht eine Energiezelle? Warum wird mir die nicht angezeigt? Definitiv sind das Energiezellen. Merkwürdig.
Ich hoffe nicht, dass sie jetzt auf dass sie jetzt weg sind. Oh, okay. Macht alles keinen Sinn ohne Yang hier. Dann aktiviere ich doch mal diesen Schalter. Ich sie jetzt ein, obwohl sie mir nicht angezeigt werden, oder hoffe ich, dass ich Yang jetzt hier gleich zurückkriege? Ach, ich pack's gar nicht. So. Werden mir bestimmt später angezeigt, wenn ich meinen Arm zurück habe. Wäre schon ein Blödsinn, wenn die jetzt echt verloren wären. Okay. Was passiert jetzt? Achso, ich befinde mich auf einer mobilen Plattform. Ja, nice. Aber irgendwas rennt hier noch rum. Ich bin nicht alleine hier. Ja, die Viecher sind ja auch selten dumm. Sind ja selbst diese kleinen Gremlins hartnäckiger gewesen oder die Kopfschmerzkandidaten. Kann ich eigentlich entspannt die Fahrt genießen. Ja, aber echt ein verdammt tiefer Schacht hier. Jetzt hier noch irgendwas von mir erwartet. Nee, scheint langsam zu Ende zu gehen, die Fahrt. War ja richtig hardcore hier zu überleben. Bin richtig hardcore am Schwitzen. Ciao, bis dann! War nett mit euch. Da waren ja die Würmer noch hartnäckiger. Ne, eine schöne Kugel. Eine Kugel hätte ich auch gerne hier so als Lampe oder so. Irgendwie sieht das cool aus. An hier, jetzt habe ich endlich eine Ladestation und habe keinen Arm mehr. Pathology Research Note 8. This will be the last note for a while. A lot of things have happened and we did some research on the god of mischief, Loki, in Note 2. The myth tells the story of the mischievous god Loki being locked underground forever with acid slowly dripping on his flesh. But there seems to be more. To make sure that Loki could never deceive anyone ever again with his shapeshifting, a mask was melted onto his skin with powerful magic to ruin the attractive face Loki was so fond of. The mask would not only make sure that if the shapeshifting god would ever escape his imprisonment, he could be recognized, it would also start interfering with the shapeshifting itself. It would cause Loki to lose control of his form, to stop him from purposefully taking any specific shape or form, effectively ending his days of deception. Okay, also ich brauche Lokis Mask. Hey, so schwer werden.